König hat sich die Aufgabe gesetzt, die Kisten ein wenig zu sortieren. Nebenbei hat er reichlich Erfahrung gesammelt, um seine Rüstung weiter zu verstärken. Nun fehlt nur noch ein Feld und das Hexenhaus. Hallihallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei City War Nations. Die zweite Folge alleine auf dem Server mit Zilox, in TS. Er hat immer Angst alleine, deswegen muss ich bei ihm bleiben. Klar. Wer weiß, vielleicht joint mir ja irgendjemand nach oder so. Oh Mann, dann mache ich auch schon so alles fertig, dass ich hier nur noch einen Knopf drücken muss. So, da bin ich. World Time ist 10.43 Uhr. Ah ja, okay. Haben wir irgendwas, was ich jetzt hier... Haben wir eigentlich in der Nähe irgendwo Wüste oder sowas? Keine Ahnung. Ich glaube echt nur die bei der Friedensinsel. Und da dürfen wir nicht abbauen. Ah. Ja, das ist natürlich kacke. Ach, hier ist auch noch eine Kiste. Ach, die hat ja ganz viele Akazien. Wo, ne? Das könnte ich doch super verwenden für die... Für die... Du weißt schon. Nö, weiß ich nicht. Für die Hexenstube. Ah, ja. Pilzkuh, komm her, du bist zu weit weg. Oh ey, wie schnell hungert man eigentlich bei Minecraft? Das ist ja unglaublich. Echt schnell. Viel zu schnell. Ja. Ja, wir brauchen auf jeden Fall ein Feld. Wir brauchen das Hexenhäuschen. Pff, Gott. Ich brauche Erde, ich brauche Stein. Meine Eimer sind komischerweise auch weg. Wo habe ich die denn alle gelagert, sag mir mal. Woher soll ich das wissen? Habe ich bestimmt alle unten noch. 100 pro habe ich die noch unten irgendwo. Au. So. Dann werde ich mich jetzt als erstes mal um ein kleines Feld kümmern. Oh. Die Kühe müssen wir auch irgendwann mal woanders hinstellen, weil... Das gefällt mir nicht, so direkt vorm Schloss. Wäre das cool, wenn wir unser Wahrzeichen in einem Feld verpacken? Wäre auch cool. So überall Weizen? Zwischen dem Wahrzeichen? Ja, warum nicht? Hätte, glaube ich, was, ne? So... was brauche ich? Ich brauche eine unendliche Wasserquelle erstmal. So. So, Wasser. Und Wasser. So, da habe ich schon mal den Brunnen. Und da werde ich das Wasser reintun. Das heißt, es müsste ja theoretisch reichen. Ich habe das Wasser jetzt mal unsichtbar unter dem Wahrzeichen gesetzt. Mal schauen, ob es was bringt. Eine Holzhacke brauche ich jetzt nicht. Nee, nicht unbedingt. Die hält nichts aus. Aha. So, machen wir mal eine aus Eisen. Wir haben es ja. Ja, Eisen auf jeden Fall. Obwohl Eisen auch nicht unbedingt lange hält. Boah, es geht. Zumindest was Feldern angeht. Wenn man wirklich ein großes Feld macht. Ja, okay, eine hohe, aber ich sag mal jetzt ein Eisenschwert oder eine Eisenspitzhacke hält schon eigentlich ziemlich lange. Ja, das auf jeden Fall. Es sei denn, du nimmst sowas, es sei denn, du nimmst wirklich viel. 3, 4, ich kann bis hier hingehen. Ey, das funktioniert sogar. Das funktioniert echt gut. 2, 3, 4. Das hat echt Stil, glaube ich, wenn das nachher alles voll mit Weizen ist. Boah, das sieht ja bestimmt cool aus. So ein Weg, sag ich mal, dass das Hexenhaus so ein bisschen verborgen ist. Ja, nee, ich mach das jetzt direkt bei unserem Wahrzeichen, das Feld. Oder so. Dass es so in der Mitte steht. Genau, das Wahrzeichen, dass es mitten im Kornfeld steht, sozusagen. Ein Labyrinth. Zur Mitte des in der Mitte das Wahrzeichen. Das wäre geil. Ja.
So, ich hau jetzt einfach erstmal das Feld rein. Ich weiß jetzt nicht, wie... So, guck mal, dann packe ich mal da das nächste Wasser rein. Dass es auf eine Ebene tiefer ist. Da haben wir so ein ungleichmäßiges Feld. Weißt du, ich blende mal einen Screenshot von meiner Windmühle in meiner privaten Welt rein. Das Ganze würde dann irgendwann so aussehen. Ich finde, das hat schon irgendwie Stil. Kannst du mir jetzt mal verraten, wo ich den Brunnen hingesetzt habe? Achso, auf der anderen Seite. Ich mal wieder. Ja. Zweiter Eimer. Was dein Motto wieder alle Ehre. Muss. Also, ne? Wenn nicht ich, wer sonst? Obwohl ich ja mittlerweile schon ganz viele Nachfahren habe, ne? Und wie ziehst du sie auch alle? Muhaha. Das ist wie eine Epidemie ist es inzwischen. Ja. Naja, hier auf dem TS-Server werdet ihr auch alle irgendwann mal infiziert von Verplantheit sein. Also von daher... Ich bin schon soweit. Mir steht's schon. Könnt mal sehen, wie schnell das geht. Deine Schuld. So, da Wasser rein. Das ist hammergeil, dass das Wasser so unter dem Wahrzeichen ist. Und einfach gar nicht auffällt. Hat was. So, erstmal hier die ganze Scheiße wegmachen. Ja, ich werde mich auf jeden Fall jetzt in den kommenden 5 Folgen weniger aufs Ausrüsten und aufs Meinen konzentrieren, sondern mehr auf, dass unsere Stadt endlich mal Gestalt bekommt. Was, denke ich mal, auch sehr sinnig ist. Ja. Also ich komme mir echt schäbig vor, wenn ich so die anderen Städte sehe. Die da schon einiges hingekriegt haben. Wir hängen hier immer noch mit unseren alten... Tja, noch nichts hingekriegt. Passt schon. Wir halt, ne? Wir halt. Wir hätten uns nicht Wolfsbach nennen sollen, sondern Verplant Town oder sowas. Boah, das wäre eine Idee gewesen. die nichts gebacken kriegen oder so. Boah. So jetzt natürlich auch. So, zack, Wasser rein und auf geht's. Aber scheint ja niemand nachzutun. 1, 2, 3, 4. Nö, irgendwie ist ruhig. Sind alle wahrscheinlich jetzt noch im Weihnachtszeugs-Dings-Gedöns. Ja, wollen alle noch nicht aufnehmen. Nee. Gut für uns. Denken sich jetzt alle, boah, Weihnachten immer noch. Nee, da nehme ich jetzt nicht auf. Das ist echt gut für uns. Ein paar Stunden. Und die warten nur, bis wir alle drei auf dem Server sind. Dann kommen sie alle. Das wäre aber dumm. Ich meine, ich habe jetzt nicht wirklich was Wertvolles mit. Also ich habe das einzige Wertvolle ist mein Bogen und der ist schnell gemacht eigentlich. Ja. So, ich mache das Feld jetzt auch extra ein wenig ungleichmäßig. Damit es jetzt nicht so gerade ist. So, jetzt wird es schon wieder Nacht. Ich könnte jetzt theoretisch wieder Level farmen. Aber Feld geht vor. Genau. So, das ist dann jetzt speziell unser Weizenfeld. Ich mache dann irgendwo anders noch ein... Ja. Anderes Feld. Ja, genau, ein Kartoffelfeld. Aber ich finde, Weizen macht sich extrem gut in der Landschaft als Bild. Ja. Babyzombie. Ach da. Weil ich diese kleinen Viecher hasse. Vor allem, man sieht sie erst, wenn sie bei dir sind. Ja. Und sind so fix, ey. Ja. Also mit dem Bogen kommst du da kaum gegen sie an. Nee, das auf jeden Fall nicht. Und auch Schwert ist schon ziemlich schwer. Ja. So, da dann nochmal Wasser unter. Bringt es was, Wasser unter dem Feld zu haben? Nee, ne? Glaube nicht. Weiß es nicht. Also es ging damals. Ich weiß nicht, ob das rausgepatcht wurde. Wie gesagt, ich weiß es nicht. So, ich brauche jetzt eine neue Hacke. Machen wir mal gleich 2. Nein, keine Spitzhacke. Jetzt macht man sich schon automatisch eine Spitzhacke. Ja, wenn man das am meisten braucht. Ja.
Vor allem bei dem Projekt hier. Genau. Wenn man schon nicht verreckt. Ich zum Beispiel. Ja, komm, das ergibt sich irgendwann nochmal, ne? Dass du ja standhafter bleibst. Und nicht bei jedem bei jeder Gaskugel sofort in die Lava hüpft. Ja, das sah so geil aus. Das sah einfach echt so genial aus. Aber es war ja nicht mehr die erste, sondern die zweite. Es gab zwei? Ja, aber die erste ist ja voll daneben. Die ist ja voll in den Fels hinter mir eingedonnert. Und da kam gleich noch eine zweite daher. Ach so. Ja, du weichst aus, indem du in die Lava springst. Das sah einfach so göttlich aus. Kann man so in Slow Motion beim nächsten Mal festhalten? Ja, eigentlich hätte man das machen müssen. Ah, beim nächsten Mal. Inzwischen kenne ich, habe ich jetzt auch fast alle Funktionen von Camtasia drauf. Also inzwischen. Passt. Boah. Geht's wieder. Boah, Slow Motion. Sollte hingekriegt. Solltest du hinkriegen. Irgendwann. Creeper. Irgendwie. Du reißt mir mein Feld nicht kaputt. Lass dich nicht in die Luft jagen, hörst du? Ach, nicht mit meiner Protection-Rüstung. Also da müssen schon ein Haufen Creeper kommen. Was, Egal, ich habe gerade über Skype was bekommen. Da habe ich mich sofort als Aufnahmeprotokoll gedacht. Ach so. Ja, hör bloß auf, ey. Ich bin hier gerade gemütlicher Bauer. Oh. Unschuldiger armer Bauer. Genau. Ich glaube, ich übertreibe das gerade mit dem Weizenfeld ein bisschen, aber Nahrung ist immer gut und gerade weil wir auch Kühe damit ernähren, ist es natürlich noch besser. So. Ach, kommt schon, nervt mich doch nicht alle hier beim Farm, Bauern werden. Bauer sucht Frau. Ich glaube, das blende ich hier in der Folge unten in der Ecke ein. Mhm. So die ganze Zeit so durchgehend. Ja, dass man sich hier fühlt wie bei RTL. Weiß aber nicht, was Bambina davon hält. Okay, Bauer sucht Kuh. So besser. Da hinten ist ein Enderman. Da werde ich mich doch mal drum kümmern. Aua. Wieso droppen die nichts? Das ist voll kacke. Wollen dich einfach nur ärgern. Du kriegst nie was. Ich hatte so viele, aber irgendwie sind sie alle weg. Oh. Warum auch immer. Vielleicht. Kann sein, dass sie vielleicht jemand gemobst hat. Hat die Wogon oder ich kann auch so. Also ich war nicht an den Kisten. Ich habe, glaube ich, keine einzige Enderperle im Inventar. Wer hat Wogon die rausgenommen oder so? Keine Ahnung. Passt schon irgendwie. Wir haben ja noch einige. So, da nochmal ein Wasser. Und dann reicht das, glaube ich, auch als Feld. Zumindest erstmal. Man kann es ja immer noch vergrößern, wenn es gut aussieht. Was ich eigentlich denke, dass es gut aussieht. Weil, wie gesagt, ich habe sowas schon mal gemacht und ich fand das eigentlich recht schön. Schon wieder ein Enderman. Direkt auf dem Feld gespawnt. Du Arsch. Nein, auch ein Menu. Jetzt renne ich. Jetzt haut ihr einen Block oder so. Yay, Enderperle. Ja, und volles Inventar. Komm, die Rosen kommen mal weg. Ja, ich denke mal, auch Enderperlen sind echt in diesem Projekt hier notwendig, um zu überleben. Ja. Oder? Kann auf jeden Fall einem den Arsch retten. Kann das sein, dass die Spawnrate von denen oder die Droprate von denen irgendwie runtergeschraubt wurde? Keine Ahnung. Ich könnte es mir auf jeden Fall denken. Dann wäre auf jeden Fall mal die interessante Frage, wo Mystery immer seine ganzen Enderperlen herkriegt. Stimmt auch wieder. Bestimmt immer schön hier so eine Enderperle, also so ein Ender-Ei, weil tonnenweise Enderman spawnen, Creative-Modus. Oder er hat das Endportal gefunden und ist ins End gegangen. Woran nimmt jetzt auch gerade eine Folge auf und lad die dann hoch. Und danach können wir dann. Ach, macht er jetzt gleich? Ja, eine. Ja, nice. Dann kommt er ja jetzt rauf hier, wo ich bin, ne? Denke mal. Mann, jetzt! Aua. Aua, ich komme nicht ans Skelett ran. So. So. Ah ja, die Kartoffeln, die werde ich jetzt trotzdem erstmal an das Feld ransetzen. Alter, kann man Schüsseln nicht mit einem Doppelklick stacken? Das ist so kacke.
So, Kartoffeln werden jetzt auch erstmal hier ran. Oh, ich kann mir mein Schärfe 3 Schwert, 4 Schwert jetzt machen. Hast du zufällig irgendwie einen Sumpf mal in der Nähe gesehen? Glaube nicht. Schade, ich könnte mich echt gut Lilypads gebrauchen. Boah, also soweit ich weiß, habe ich bisher noch nichts gesehen davon. So als Weg in die Hexenstube rein, weißt du? So, Dark Oakwood brauche ich dann nochmal. Und dann beende ich auch gleich die Folge schon. Wieso habe ich gerade keinen Fallschaden gekriegt? Naja, ich will mich nicht beschweren. Vielleicht wie ein Serverbug oder so. Vermutlich. Wie gesagt, ich will mich nicht beschweren. Ah! Dreckserkältung. Ich weiß noch, in Varo 2 er Zattel gestorben ist. Der ist ja praktisch durch Fallschaden durch einen Block gestorben. Bei Varo 2? Ist er nicht in Lava gesprungen? Ach ja, doch, er ist ja da runter, ne? Adi ist in Lava gesprungen danach. Damit die keinen Kill bekommen. Ja, schlau gemacht. Ja. Aber, vor allem, die sich alle mal darüber aufregen, so von wegen, Adi ist ja voll uncool. Ja, was soll er machen gegen 2? Ganz ehrlich. Ja. Noch nicht mal, von wegen hier, noch nicht mal den Kill gönnen, den sie sich verdient hätten. Nö, warum Jungs, auch? Es ist nur ein Spiel, Jungs. Ja. Das ist nicht ernst hier. Mein, klar hätten sie den Kill verdient, aber ich finde es schlau gemacht von denen. So was wie Raupentumor im Moment hier. Haben schon 3 Spieler abgeschlachtet. Ja, und Simon hat sich auch alleine mit Quotenkattel getroffen, ne? Genau, hat ihn trotzdem fertig gemacht. Bogenduell hier. Ja, war cool. Ja. Und wer war das noch? Irgendjemand hat auch ein reines Bogenduell gehabt. Oh Gott, so viele Leute guck jetzt gar nicht. Ja, ich guck mir die Varo News an. Sind ganz cool. Oder auch die Folge mit Gombe, wo er die Falle entdeckt. Ja. Wo er erstmal so, das kann doch gar nicht so sein. Ach, ich habe meine Enderperlen gefunden. Juhu. Wo sind sie denn? Hier rechts neben dem, ich hatte mein Inventar doch ausgeleert gehabt, um die Sachen alle wieder hochzuholen. Da, in der Kiste. So, da werde ich jetzt mal meine Schwerter von Sharpness 3. Sehr gut. Läuft, läuft. So, das werde ich nochmal anpflanzen. Die Melonenkerne werde ich nochmal anpflanzen. Die Karotten werde ich da nochmal anpflanzen. Einfach damit wir erstmal alles da unten haben. Ja. Wie gesagt, man kann das Feld ja später immer noch trennen. Ich. Okay, Feld, geh kaputt. Du siehst kacke aus hier. Mach alles kaputt. Schon passiert. Kaputt mache hier. Jetzt ist unser Wahrzeichen gleichzeitig auch noch ein Nutzfeld. Ja. Optimal, ne? Perfekt, das Schiffswrack. Schiffswrack. Laut Mystery ist es ein Schiffswrack. Ja. Gut, mit den ganzen Holzstützen, da sieht es aber auch so aus. Ja, aber ich finde, wenn man genauer hinguckt, dann erkennt man, dass es ein Knochen ist. Vielleicht sollte man die Knochenenden noch ein bisschen dicker machen. Boah. Könnte man. Was hat uns wenigstens die Quest gegeben? Und ich finde das ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht. So, Karotten. Und die Melonenkerne, die packe ich mal hier oben hin. Ich habe extra bei den Wasserfeldern in den Ecken, habe ich extra hier Blöcke draufgelegt, damit ihr nicht springen müsst, ne? Ja, sehr gut. Das heißt, ihr könnt dann immer schön von der Seite hochgehen. Ja. Beziehungsweise auch wieder runter. So. Hey, wieso ist das Feld kaputt? Weiß es nicht. Scheiß Held. So. Alles rundherum ist noch da, aber das Feld mittendrin? Nee. Okay. Ich bin soweit fertig. Also ein Feld haben wir jetzt oben. Das ist gut. Wir können unsere Kühe hier oben vermehren. Wir haben genug Essen.
Ja, das heißt, ich kann mich ab der nächsten Folge dann auch wirklich ums Hexenhaus kümmern, während dann Silox und Wogon wahrscheinlich weiter an dem Weihnachtsbaum arbeiten. Ja. Denke ich jetzt mal so. Ich weiß es nicht. Ich denke mal, dass wir es auch machen werden. Und ja, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Und ja, schaut auf jeden Fall mal bei Silox vorbei, macht coole Videos und ja, Kanal in der Videobeschreibung, wie alle anderen Teilnehmer auch. Ich. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und tschüss. Tschüssi.